So, und da sind wir auch wieder. Zurück bei Pathfinder Kingsmaker und jetzt gehen wir mal hier hin. Gucken wir mal. Ih, was ist das da? Who will prevail? Does it matter? Lass mich in Ruhe. This should do it. Was haben wir denn hier? Der Stab Verderben dabei. Und dreimal schriftvolle Genesung. Dolch, Meisterarbeit. Hoppala, nehme ich mit. Gibt 100 Gold. Follow my lead. Mhm, ein Ausgang. In due time. Wo waren wir jetzt noch nicht? Den haben wir mehr oder weniger durchgelootet. Ah, hier lang müssen wir noch. Ich mache trotzdem mal eine Sicherheitsspeicherung, obwohl ich gerade wahrscheinlich vor 2 Minuten gespeichert habe, aber Sicherheit geht vor. Wir kommen runter und werden gleich von den 1000 Füßern gebissen. Das sah schmerzhaft aus. Der Kobold wurde buchstäblich in der Mitte durchgebissen. How curious. This requires your attention. I'll go ahead. Wir werden mal mitnehmen. Und das da. Ein von neugierig vortrefflich verborgenes Heiligtum. All according to plan. So, ich würde mal glatt behaupten, wir müssten, das sieht mir nach großer Raum aus, da müssten wir uns wahrscheinlich erst einmal wieder ein bisschen stärken. Gucken wir mal, benutzen, die Dinger sind ja schließlich dafür, genau da. Umsonst hat man ja keine Heiltränke. Sind ja zum Benutzen da, zum Angucken brauche ich die nicht. So, das reicht. Da kriegt der noch ein paar Stück. So. Der Rest geht halbwegs. Haha. Und so. Nun geht's rein. We will be victorious. Und lass mal daneben schießen. Was kommt da angerannt? Haben sie schlicht schwer verwundet worden. Dieser Zustand kann Riesentausendfüßlergift. Was ist hier noch einer vergiftet tatsächlich? The end draws near. So, jetzt nicht mehr. In due time. Behindert leichter Streiter mal +1. Gut, ich würde mal sagen,
Wir haben ganz ordentlich auch was abgegriffen an Loot. Wir verpissen uns erstmal zurück zu Handelsposten. Erstmal hierhin zurück und wieder hoch. Und dann verpieseln wir uns mal zurück und heilen uns dann erstmal voll. Wieder mit zwei hart angeschlagenen Charakteren. Brauche ich erst gar nicht weitermachen. So. Ach, hier geht's nach draußen. Das ist noch besser. Ja, und wir haben eine neue Rüstung. Bumm, wir werden besser getroffen. Am besten kämpfen wir nackt, dann sind wir unsterblich. Ich würde gerne, aber dann sind wir über, haben wir eine Überlast. Müssen wir jetzt erstmal wieder zurück zu Alex Handelsposten. Alles verschabeln, was wir im Inventar haben. Zumindest alles, was wir nicht brauchen. Ja. Genau. Drücke Tab, um interaktive Gegenstände zu kennzeichnen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Und ein langer Ladebildschirm. Ladebildschirm. Gut. Dann sind wir draußen. Hier holen wir mal einen Ausgang. Den nutzen wir doch mal so gleich. Und hier soll doch, glaube ich, irgendwo was sein, ne? How curious. It is finished. Kannst du mir doch nicht sagen, dass diese Truhe einfach so aufgeht. Das kann mir kein Mensch erzählen. Das ist übrigens eine Leichtarmus Meisterarbeit, die nehme ich bestimmt noch mit. Und dann verziehen wir uns. Ja, es ist halt bei Valerie so, die ist halt Turmschildexperte und da hast du halt, die sind halt nicht für den Angriff gedacht, sondern tatsächlich für eine massive Verteidigung. Das heißt, wir müssen mehr Ausrüstung, ein bisschen bessere Ausrüstung. Dann haben wir da einen richtig fetten, ich bleib einfach mal vorne stehen und block alles. Warum? Weil ich es kann. Das tun wir in Alex Handelsposten, ja? Also jetzt nicht rumheulen. So, da möchte ich hin. Nimm gegen dann die Zange, um ihnen maximalen Schaden zuzufügen. In die Zange genommen ist eine Kreatur dann, wenn 12 mehr Charaktere sie gleichzeitig angreifen. Das ist richtig und deshalb bewegen wir uns auch nur mit halber Geschwindigkeit. Ah, wir haben ja das Mondra, dies hier noch. Das gehen wir mal gleich ab. Frage zu Aufträgen. Hier, Mondra, dies hier.
Bockenmine hält sich auf und reibt sich zufrieden die Hände. Ja, genau, hey. Und sogar noch mehr, als ich erwartet hatte. Tausend Dank. Hier, das habt ihr euch mehr als verdient. 200 Gold, 150 Erfahrung. Würdet ihr noch mehr Mondbeeren und Mondradieschen und Fangbeeren kaufen, wenn ich euch welche bringe? Tut mir leid, meine Liebe, aber wenn ihr in der Höhle wart, ist dort gewiss keine Spinne mehr übrig. Ich kann die Beeren also genauso gut selbst pflücken. Anstatt jemanden dafür zu bezahlen, damit ich ein Mahl zubereiten oder einen Trank brauen kann. Und dieser Korb voller Mondradiesen ist mehr als genug für mich, um Oleg eine Zeit lang zu helfen, meine ich. Aha. Wofür sind die Mondradieschen? Bocken errötet und hustet in seine Faust. Die sind für Oleg. Ihm ist letzten Sommer etwas in den Rücken geschossen, als er versuchte, alleine eine schwere Truhe zu verschieben. Ihr ahnt gar nicht, welche Heilkräfte diese Radieschen haben. Es gibt kaum ein besseres Schmerzmittel. Effektiv auserlesen. Ich muss nur, Oleg würde eine Schwäche niemals zugeben, aber ich sehe, wie er leidet, wenn er sich bückt, um etwas aufzuheben. Der alte Mann seufzt eine Spur zu laut. Oh, wann wird der arme Bursche endlich erkennen, dass er keine 15 mehr ist? Nun gut. Diese Aufgabe können wir von der Liste streichen, das ist richtig. Zeig mal deine Waren her. So, dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal das Raster. Andere nicht magische und Meisterstücke, die können alle weg. Genau, da haben wir schon mal 3000 Gold einfach nur so schon mal. Irgendwas drin, was wir unbedingt brauchen. Puh, nö. Das, was wertlos ist. Labortagebuch, das kann weg. Der Dolch aus kaltem Eisen, den brauchen wir nicht wirklich. Das Duellschwert plus 1 brauchen wir auch nicht. Kettenhemd plus 1, da müsste ich gucken, ob ich weiß gar nicht mehr, ob Rigonga schon sowas drin hat, das kann weg. Hoppala. Mann, das kriege ich schon zum dritten Mal daneben. Das kann weg, dies kann weg. Wir sagen, die Magierrüstung kann weg. Genauso wie das Alchemistenfeuer. Das hebe ich mal noch auf. Oh, mit dem Schrei kann weg. Die magischen Fister können weg. Person verkleinern kann weg. Die hebe ich noch auf. Die Lederrüstung kann weg. Säure wieder stehen. Wow. Verschwinden hebe ich mal noch auf. Schutzverordnung, das kann weg. Verschwinden kann weg. Tongi plus 1 brauche ich nicht. Stabverderben brauche ich nicht. Den Streithammer brauche ich nicht. Fluchbrechen brauche ich momentan nicht. Da muss ich gucken, ob das nur jemand lernen kann. Und ansonsten, ein aufflammender Armbrust. Leider haben wir niemanden, der eine leichte Armbrust benutzt. Außer Dinzi. Eine gekrümmte Elfklinge plus 1. Krummes Schwert, krummes Säbel. Langschwert. Schwerer Streitpflege plus 1. Zweihändige Axt plus 1. Oh, jetzt hat zweimal eine Ritterrüstung plus 1. Die hat immer eine 10er RK. Gönne ich mir wirklich beide. Einmal für... Und ich kriege immer noch 4000, ne? Also einmal für... wo ist sie? Hier. Eine schöne Ritterrüstung hat noch plus eine Rüstungsklasse mehr. Und für Harem gönne ich dann tatsächlich auch nochmal eine. Dann hat er zumindest eine 20. Es kommt ja hier auf jeden Rüstungspunkt an. Auch wenn es jetzt zum Beispiel nur einer mehr ist oder so. Es kommt ja hier auf jeden kleinen Punkt an. So, haben wir eigentlich schon die Nummer von Beutel? Ja, haben wir. Was haben wir denn hier noch? Stirnreif. Genau. Aber ich würde mal sagen, da finden wir genug von dem Zeug. Blutstein, bla bla bla. Haben wir sonst was Interessantes hier? Wo ist es denn hin? Rastvorräte. Wie viele Rastvorräte haben wir denn noch? 8. Dann nehme ich einfach mal 12 mit und dann passt das. So. Achso, ich wollte gucken, ob Rigonga schon bereits eine plus 1 Kettenhemd hat. Hat er schon. Dann machen wir kurz das Level ab. Level 3. Dann haben wir noch Lindsay.
ist ja jetzt unsere Bardin. So, dann brauchen wir die beide noch Heilung und dann können wir das Catnip plus 1 auch noch gleich verkaufen. Das gibt immerhin 312 Gold. So, Jod Kafkin. Dann heil uns mal. What service do you offer? Englisch. Ich brauche Hilfe. Oh Gottes Willen. Schriftrolle der Buße, was macht die denn? 3000 Gold. Durch die Verwendung dieser Schriftrolle hältst du absolut für deine Sünden und nimmst wieder die Gesinnung ein, die du auf der ersten Stufe hattest. Aha. Auferstehung ist klar, Blindheit kurieren, Feuerwehr stehen, Fluchbrechen, Gebet, bla bla, gemeinschaftliches Gift verzögern. Was brauche ich denn da jetzt? Feuerpunkt noch einmal. Heiler in der Hauptstadt oder durch vollständige Genesung? Warte mal. How may I serve you? Zivilisation, bla 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 bla. Schutz, wo ist es denn? ABCDF. Hier, Genesung. Ne, Genesung. Durch vollständige Genesung. Gucken wir mal, ob es vollständige Genesung gibt oder die normale Genesung. Der hat 2000 Diamanten und 99 normale Diamanten. Teilweise Genesung. Mal gucken, ob die normale Genesung ausreicht. Da würde ich tatsächlich dann erstmal nur eine kaufen, um das auszutesten. Das weiß ich jetzt nicht. Gucken wir einfach mal. Gucken wir mal, benutzen. Nein, natürlich nicht. Das muss tatsächlich eine vollständige Genesung sein. So, dann pennen wir erstmal. Wird gespeichert, Spiel automatisch gespeichert. Okay, ist in der Nacht ausgereicht zum... Okay, es hat einfach nur Pennen ausgereicht, alles klar. Ja, wie viel Geschicke? Ach du Scheiße. Gucken wir mal, ob der noch teilweise Genesung dabei hat. Teilweise Genesung 225 pro... Oh Mann. Weil so brauchen wir es gar nicht versuchen, irgendwas zu machen mit dieser negativen... So, na bitte, die ist wieder vollständig drauf. Wow. Ich bin über diesen Heilfortschritt sowas wie von begeistert. Was haben wir da? 1, 2, 1. Wahnsinn. Also 4 Geschicklichkeit schon mal bei Valerie geheilt. Immerhin besser als gar nichts. Das sind 2 Rüstungsklasse wieder mehr, die sie hat. Wir können auch noch 2-mal pennen, aber dann haben wir halt wieder Tagesverlust. Und soweit ich weiß, haben wir ja ein kleines bisschen Zeitdruck. Was ist da? Genau noch 76 Tage und 7 Stunden. Aber eigentlich ist die Zeit vollkommen ausreichend.
Zufallsbegebenheiten, kloppen wir uns mal. Ein Trollhund, wirklich. Erfahrungspunkte. Natürlich habe ich kein Fell von ihm gekriegt. Achso, ich muss mal wieder hier einmal nach hinten. Fernkämpfer nach Front, das ist ein bisschen doof. Nur ein bisschen. Gut, dann tun wir mal fortfahren. Wir betreten. Vor 1000 Jahren vernichtete eine Katastrophe, die als Erdenfall bekannt ist, ganze Zivilisationen auf Golarion. Darunter befand sich auch das große Zyklopenreich. Heutige Zyklopen sind nur noch ein Schatten ihrer mächtigen Vorfahren, da sie sämtliches Wissen verloren haben und wieder ein wildes... keine Ahnung, angenommen haben. Wildes Leben. Gedönse. Hab mich aber trotzdem in dieser Folge wieder. Bis dann, ciao.